aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Ja, ich kann immer noch nicht so ganz super sprechen. Stimme ist noch ziemlich gereizt, aber ich denke mal, für eine kleine Folge wird es reichen. Wir haben hoffentlich geschlafen. Ja, haben wir. Und kriegen den Scheiß jetzt eigentlich weg. Das war jetzt nicht geplant. Hallo? Achso, F3. Gut. Ich behaupte einfach mal, es ist stockeduster draußen. Ich sehe überhaupt nichts. Warum sind wir jetzt hinten hinter? Oh, glatt die Reifen hier mitgenommen, Mensch. Alter, also dieser Grafikmod hier, ne? Es ist stockduster, Freunde. So, wie man sieht, dieses Flimmern, wo, auf was ich in meinem Grafikvideo eingegangen bin, das habe ich hier in dieser Form so nicht. Es taucht immer mal wieder auf, da hinten rechts am Zaun sieht man es jetzt so ein bisschen, aber natürlich nicht so stark. Schon mal dabei sind, wollen wir das Ganze hier auch voll tanken. Ich kann übrigens schon wieder keine Mitarbeiter mehr einstellen. Schon wieder alle verbraucht. So, wo müssen wir denn hin? Ja. Chef fährt vorbei, da werden noch mal schnell die Tore hochgezogen. Um zu gucken, fährt er wirklich weg. Einfach mal rein, der kann bremsen. So, und an dieser Ampel hier hinten rechts. Und die fahren wir bei Rot. Wetten? Ja, war mir klar. Aber da konnte ich nicht mehr bremsen, das ging nicht mehr hier. So, mal so ein bisschen die Kurve schneiden hier. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt hier noch vor uns haben. Auf jeden Fall sind wir unterwegs in... Ja doch, das Flimmern ist hier auch nicht so stark. Aber es ist definitiv vorhanden, sagen wir mal so. Es kann natürlich... Was aber auch Irrlichter war. Scheinwerfer kann man das nicht nennen. Das Gefühl, der MAN hat manchmal so ein paar Problemchen, wa? Da war ein kleiner Haxer. Wir fahren natürlich hier durch, ne? Nicht lange anhalten hier. Ich weiß gar nicht, warum hier die Schranken eben oben waren. Hier war doch überhaupt keiner. So, wir fahren hier rum. Richtung was? Bologna. Schön der Turbo pfeift, ne? Übrigens, ich hatte mich immer über diese Hupe beschwert, ne? Hier. Guckt euch mal die Trucker Babes an. Da ist genau diese Hupe. Beim Scania und ich glaube beim Volvo. Das Ding gibt es wirklich so in der Natur. So, Richtung Milano geht's für uns. Na, guck mal. Ob wir das in dieser Folge erreichen, weiß ich nicht. Aber es ist stockduster, ne? Wie
spät haben wir denn? 23.17 Uhr. Ich würde sagen, das bleibt noch eine Weile so dunkel. Du hast Fehlzündung, mein Freund. Ich wittere schon wieder so einen Blaulichtexperten da, ne, der uns hier die Kohle aus der Tasche ziehen will. Also ich kann ihn förmlich schon riechen. Der kann nicht weit weg sein. Alter, es ist aber wirklich stockduster. Guckt euch das mal an von der Grafik her. Alter Verwalter. Siehst du überhaupt nicht, wo die Straße ist, ey? Warum habe ich überhaupt Gas gegeben? Ich hatte einen Tempomaten drin. Wie schnell fahren wir denn? Oh, könnte so passen, aber geblitzt werden, fahren wir ein bisschen langsamer. Es ist echt stockduster, meine Fresse. Siehst die Hand vor Augen nicht. Aber ich muss sagen, ich habe heute ein paar Programme vom Rechner geschmissen. Das bringt mir zeitweise tatsächlich mehr FPS. Jetzt hängt mein Socken schon wieder unter Bremspedal fest. Mann, kann ja wohl nicht angehen. Aber ansonsten eine entspannte Tour, ne? Raus, ihr könnt schon mal rechts blinken. Richtung Milano geht's hier. Das ist wohl unser nächstes Ziel, würde ich mal behaupten. Milano Centro, Genova, Bologna. Spaghetti Bolognese. Spaghetti Bologna. Hört sich auch gut an. Echt tiefschwarze Nacht. Bin gespannt, wann es wieder heller wird. Vorne ist wieder. Na, hol mal Portemonnaie raus hier. So, kommen wir da so durch? Irgendwie sehe ich es immer schon krachen, wenn wir da durchfahren, aber okay. Irgendwie muss ich den Blickwinkel mal anders einstellen. So. Hier sehen wir wenigstens ein bisschen was, ne?
haben sie mal das Licht angemacht. Lass mich raus. Fahr doch einfach vorbei, ne? Die halten nie an. Ihr sowieso nicht. Aber offensichtlich sind wir nicht zu schnell. Sonst hätten sie uns schon geblitzt. Ich war so ein bisschen unqualifiziert, oder? Bleiben auf dieser Piste. Also im realen Leben muss ich sagen, ich hasse es im Dunkeln zu fahren und ich hasse es noch mehr im Dunkeln und bei Regen zu fahren. Ja. Okay, hier müssen wir jetzt aufpassen. Und ich glaube, wir müssen hier raus. Bisschen sieht es ja wieder danach aus, als wollte es hell werden. Ne? Wenn ich so in den Rückspiegel gucke, das ist der Mond, der da leuchtet. Wenn ich so aufs Navi schaue, dann geht es da vorne doch wieder um unsere Kohle, oder? Was hast du denn vor? Mal auf! Hat ja gerade noch so geballert. Ich habe immer Angst, dass wir davor ballern, ganz ehrlich. Unbeleuchtet steht er da. Unglaublich. Und das da vorne ist der Mond. Oh, schlecht aufgelöst, die Grafik, oder? Der Mond leuchtet uns. Also er reflektiert, er leuchtet natürlich nicht selbst. Kann er gar nicht. Der Mond leuchtet uns den Weg. Das ist eine komische Grafik. Das sieht ein bisschen merkwürdig aus. Da hätten die Übergänge sauberer sein müssen. So, und dann würde ich sagen, ist der nächste Parkplatz unser, denn wir kommen so langsam ans Ende der Folge. Ne? Ja, und wer kümmert sich um das Schwein da hinten? Keiner. So, ich bin mal so frech, ne? Jetzt bald in die Leitplanken gerauscht, ey. Alter, was zum Henker ist das hier?
Alter, eine Autobahn und im rechten Winkel abbiegen, das ist. Hat man auch nicht häufig. Wenn das so weitergeht, haben wir nämlich gleich einen Crash. Fahren wir hier lang? Ja, wir fahren hier lang. So, und ich könnte jetzt einen Parkplatz gebrauchen, damit wir uns da draufstellen können und Siesta halten. War da ein Blitzer? Was? Ich habe keinen gesehen. Auch interessant gemacht hier, war eine Autobahnauffahrt auf einer Brücke. Das hat doch mal was Schönes. So, okay, und jetzt brauchen wir langsam mal eine Parkmöglichkeit, liebe Freunde. Es wird hell. Der Morgen graut. Schön, schön in den Sonnenaufgang rein. Das gefällt mir. Das mag ich. Ist das Policia oder wer ist das? Glatt, wa? Tatsache. Solange wir hinter denen bleiben, passiert uns nichts. Aber wir überholen die. Der wird bestimmt nicht geblitzt. Alter! Was rauscht das hier? Da vorne scheint ein Parkplatz zu sein. Den werden wir uns jetzt anheimsen. Wir sind aber wieder schon wieder viel zu lang hier. Tankstelle. Und da werden wir unsere wohlverdiente Pause einlegen. Bevor es dann in der nächsten Folge weitergeht. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da. Wenn ihr zusätzlich auf die Glocke klickt, erfahrt ihr, wann es was Neues gibt. Ein Abo ist übrigens kostenfrei für euch. So. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, freue mich aufs nächste Mal und sage erstmal ciao, ciao, macht's gut.